Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Januar hat eine hochrangige Expertenkommission der Bundesregierung Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Klimaziele im Verkehrssektor noch erreicht werden können. Darunter war der Rat, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, wie im Rest der Welt, muss man ja sagen. Die wenigen Ausnahmen sind Somalia, Nordkorea, Mauretanien, Afghanistan und eben Deutschland. Die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD hat diesen Vorschlag aber sofort rigoros abgelehnt. Zwar hatte die Bundesumweltministerin nach langem Herumdrucksen doch noch zu einer Art Position gefunden, aber insbesondere der CSU-Verkehrsminister steht unverbrüchlich an der Seite der Auto- und Raserlobby. Und gerade hat das Umweltbundesamt wieder in einem Positionspapier ein Tempolimit von 120 Stundenkilometer für dringend erforderlich erklärt, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Auch dies ist zu befürchten, wird bei der Bundesregierung leider ungehört verhallen. Dabei gibt es so viele gute Gründe, die Raserei auf deutschen Autobahnen zu beenden, dass 5 Minuten ja kaum reichen, um sie alle aufzuzählen. Aufhänger der Debatte ist der Klimaschutz, zu Recht. Der Verkehrssektor belegt nach der Kohleverstromung und der Industrie den 3. Platz, hierzulande mit 20% Anteil an den CO2-Emissionen. Und vor allem ist es der Sektor, in dem die Emissionen eben nicht sinken, sondern immer weiter steigen. Neben dem Luftverkehr hat der Straßenverkehr dabei den größten Anteil. Und das liegt auch darin, dass der Fortschritt bei effizienteren Motoren zu einem großen Teil darin verpufft, immer schwerere, immer größere und immer PS-stärkere Autos herzustellen und zu verkaufen. Auch in dieser Entwicklung könnte ein generelles Tempolimit endlich Bremsen wirken, nämlich dass weniger hochmotorisierte Autos gekauft werden dürften, wenn man das Gaspedal nicht mehr durchdrücken dürfte. Damit könnte das Wettrüsten auf der Straße beendet und effizienten Motoren endlich ein Vorteil verschafft werden, meine Damen und Herren. Mit der Einführung eines Tempolimits von 120 Stundenkilometern ließen sich sofort jährlich mindestens 3 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Einfach so. Geradezu fahrlässig, diese Möglichkeit, diese Maßnahme, die nichts kostet, die einfach umzusetzen ist, nicht zu nutzen und lieber sehenden Auges weiter in die Klimakatastrophe zu rasen. Klar ist auch, dass bei geringeren Geschwindigkeiten und entspannterer Fahrweise neben weniger CO2-Emissionen natürlich auch weniger Lärm und Schadstoffe ausgestoßen würden, weniger Treibstoff verbrannt wird, Mensch und Umwelt würden dabei nur gewinnen. Und das betrifft natürlich auch insbesondere den Sicherheitsaspekt. Auf deutschen Autobahnen sterben mehr Menschen pro verfahrenen Kilometer als etwa in Dänemark, Frankreich, der Schweiz, den dicht besiedelten Niederlanden oder dem dünn besiedelten Schweden. Nicht nur, weil ein Unfall wahrscheinlicher wird, wenn es weniger krasse, Geschwindigkeitsunterschiede gibt, sondern weil man einen Unfall natürlich auch eher überlebt, wenn die Geschwindigkeitsunterschiede nicht so krass sind. Das ist eine reine Frage der Physik. Und das haben mittlerweile ja alle europäischen Länder ein Tempolimit. Um Ihnen das noch einmal grafisch zu verdeutlichen, und dann spricht Bundesverkehrsminister Scheuer ernsthaft davon, ein Tempolimit sei gegen jeden Menschenverstand. Eine Maßnahme, die wir in jedem Land haben. Herr Scheuer befreut sich sicher. Ich glaube, im Moment hat er im Untersuchungsausschuss an den Hacken und kriegt nicht allzu viel Applaus im Bundestag. Aber dass die letzten Reihen von CDU und FDP im Hessischen Landtag gratulieren, wird ihn sicher freuen. Gerade letzte Woche, meine Damen und Herren, meldete das Statistische Landesamt, dass 2018 die Zahl der tödlichen Unfälle in Hessen deutlich gestiegen ist, um 12% auf 239 Personen. Bei echten Freiheits- und Grundrechteeinschränkungen, beispielsweise bei stärkerer Überwachung oder bei den Geheimdiensten, da heißt es immer, wenn doch die Maßnahme nur ein einziges Leben retten würde, würde sie sich lohnen. Hier ließen sich viele Leben retten bei einem Gewinn der Lebensqualität für die große Mehrheit. Und auch der Straßenverkehr würde bei geringeren Geschwindigkeitsdifferenzen angenehmer und flüssiger. Wer ab und zu ins Ausland fährt, der merkt, dass man dort entspannter reist und merkt den Stress spätestens, wenn er zurück über die Grenze nach Deutschland kommt. Weniger Unfälle bedeuten auch
weniger Staus. Es gibt also eigentlich nur Vorteile. Und eigentlich wäre es eine Frage des gesunden Menschenverstandes, wenn die Diskussion in Deutschland nicht so verbohrt wäre, dass Rasen als Freiheit missverstanden wird. Und deshalb, wir fordern die Landesregierung auf, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Anordnung von hessischen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf hessischen Straßen zu nutzen, soweit das möglich ist, aber sich eben vor allem auch im Bund dafür einzusetzen, dass es endlich ein generelles Tempolimit gibt. Die Grünen haben im Oktober einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Der ist leider abgelehnt worden. Von daher bauen wir hier auf Ihre Unterstützung für mehr Sicherheit, für den Klimaschutz und weniger Schadstoffe. Vielen Dank.